Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dead in Wineland. Wir haben Wasser, wir haben Feuer. Ich habe Vergangenheitsproof, hat wieder gute Arbeit geleistet und hat lässt mich hier nicht in die Falle laufen. Ich gucke nur kurz mal. Natürlich, wir haben die Übersicht. Den Mönch können wir übrigens zurzeit nicht aufnehmen. Mit den Schafen können wir auch nicht hantieren. Ja, das ist der kolossale Ochse. Ich weiß, das haben wir schon mal geschafft. Aber nicht jetzt. Ich weiß, da drin war ja noch diese komische... Oh, diese komische Perle. Moment, das macht Depression und vernichtet Hunger. Das brauche ich nicht. Minus 5 Erschöpfung. Das brauchen wir gerade auch nicht. Habe ich nicht noch irgendwas Spezielles gefunden als Gegenstand? Nö. Ich dachte, ich hätte irgendwas vergessen in die letzte Zeit. Ein Upgrade haben wir auch nicht. Dann können wir den Tag jetzt einfach beenden und gucken, was in der Nacht los ist. Ach nee, du schon wieder. Also Kari, wie läuft es? Ich habe schlechte Laune und du verbesserst sie definitiv nicht, alter Mann. Wie man so schön sagt, wenn jemand versucht, eine ganze Kokosnuss zu verschlucken, dann vertraut er vollkommen seinem Anus. Was? Bei Thor, das ist ja ekelhaft. Wie kann man nur so viel dumme Sachen wissen, alter Mann? Das ist Teil meiner Arbeit. Ich kann dir die Geschichte erzählen, wie der Schildkröte der Pimmel abfiel. Das passierte lange, bevor die Schildkröte ihren Panzer wegen der Mutter des Hundes zerbrach, aber das ist eine andere Geschichte. Der Hund und seine Mutter waren dabei, ein Festmahl aus vorzüglichem heißen Haferbrei zu kochen und die Schildkröte witterte den Duft. Sie wollte den ganzen Haferbrei für sich haben, also erzählte sie den beiden Hunden, dass der König sie sofort sehen wolle. Die Hunde gingen in Eile und die Schildkröte fraß so schnell wie möglich, da die Hunde schon bald zurück sein würden. Bald hörte sie, wie sich die Hundefamilie näherte. Es gab aber immer noch eine Menge Haferbrei im Topf. Also füllte die Schildkröte ihre Hose mit heißem Haferbrei, um ihn schnell herauszutragen, ohne dass es jemand bemerkte. Aber als die Hunde ankamen, luden sie die Schildkröte zum Abendessen ein und überredeten sie zu bleiben. Schließlich war der Haferbrei so heiß, dass die Schildkröte die Hose runterlassen musste. Alle waren schockiert, als sie die Hose runterließ und den dampfenden heißen Haferbrei preisgab. Sie hatte sich mit dem Haferbrei so übel den Schritt verbrüht, dass ihr Pimmel abfiel und tatsächlich nie wieder nachwuchs. Was für ein Müll! Junge! Warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Schwarzen an. Der hat sogar eine Ukulele. Ach, der ist so fällig. Boah, ich habe im Moment ein Genproblem, wenn ich an den Rechner gehe. Was soll denn das? So, du isst das, weil das Depression verringert. Oh, ich bin wieder zwischen meinen Persönlichkeiten gefangen. Warum gibt es eigentlich nicht Schizophren-Let's Play? Na, weil es wahrscheinlich zu lange dauern würde, das Spiel durchzuspielen. Das würde ja bedeuten, dass ständig eine weitere Persönlichkeit das Spiel neu lernen muss. Bis irgendwie im Endboss und dann sagt er, ich weiß gar nicht mehr, was Sache ist hier. Ach, das Wetter ist so unerträglich. Das Studio hat einfach 1000 Grad. Der Hund liegt einfach nur auf dem Boden rum. Hitzetechnisch. Ach, ein trockener Tag. Ja, wir haben nichts angepflanzt, weil uns die Samen fehlen. Sechs Tage für 20 Steine. Mehr Fleisch erhalten. Angeln für 2 Charaktere. Bergbau für 2 Charaktere. Alles doof. Ich wollte ja die Ställe bauen, ne? Da haben wir auch eigentlich inzwischen genug Seile. Wenn ich das richtig sehe, habe ich alles schon so hingestellt, wie ich es haben will.
Genau. Ja, ich hatte die schon alle so angeordnet, wie es sein sollte. Wie ich es gerade hier so sehe. Moira, stell mal den Stall lieber her. Elfrohrfisch. Und ein paar Depressionen. Neues Gebiet entdeckt. Keine Begegnung. Alle sind glücklich. Jagen gehen nicht mehr möglich. Kann Kari noch irgendwas anderes Sinnvolles erfüllen? Ich weiß es nicht. Ich suche immer wieder nach weiteren Fähigkeiten. Dann, besauft euch. Und erfreut euch einem besseren Leben. Die Familie kann zusammen trinken gehen. Zehn Rezepte, 20 bis 60 Feuerintensität, du gehst mal rüber und sammelst, oh, du bist ja auch so kacke in allen möglichen Sachen hier ganz außen. Ja, sammel einfach ein bisschen frisches Obst. Und wenn es vergammelt, ist es auch okay, weil dann machen wir daraus die Angelhakenkacke. Entschuldigung. Einmal Holz hacken, weil das Holz benötigen wir so oder so. Das sieht aus... Nee, Moment. Wo ist das neue Gebiet? Da. Seeschlangenknochen. Ein schrecklicher Anblick. Du erblickst die Überreste dessen, was scheinbar mal eine sagenhafte riesige Seeschlange gewesen war. Du erschauderst bei dem Gedanken, dass so schreckliche Bestien tatsächlich existieren. Bei genauerer Untersuchung bemerkst du, dass ihr Kopf von ihrem Körper abgetrennt wurde, vermutlich mit diesem riesigen, meisterlich gefertigten Hammer, der fest im Boden steckt. Einige Knochen nehmen. Du bemerkst es zuerst gar nicht, doch nachdem du ein paar der staubigen Knochen aus dem grauen, vollen Skelett gebrochen hast, spürst du einen schleichenden Schmerz in deinen Händen und dann in deinem ganzen Körper. Es fühlt sich an, als ob die Knochen einst mit einem sehr starken Gift durchsetzt waren, das im Laufe der Jahre jedoch zum Glück abschwächte. Bedeutet das, wenn ich noch mehr Knochen nehme, dass ich mich noch weiter vergifte? Ah, nee, es bleibt dabei. Also die Stärke des Gifts nimmt nicht zu. So, Hammer nehmen. Das machst du. Der Hammer steckt fest im Boden. Zieh mit aller deiner gesamten Kraft. Oh mein Gott. Du ziehst mit aller Kraft daran. Du fluchst und schwitzt, doch die verdammte Waffe bewegt sich kein bisschen. Du machst eine kurze Pause, als du kurz davor stehst, deine Fassung zu verlieren. Du atmest tief durch und versuchst es erneut. Diesmal mit noch mehr Kraft. Die gute Nachricht ist, dass der Hammer nun nicht mehr im Boden steckt. Die schlechte Nachricht ist, dass du dir dabei die Schulter ausgerenkt hast. Das tut höllisch weh. Oh, jetzt musst du wirklich mal zum... Obwohl, so schnell musst du nicht. Du leidest ja nicht so extrem. So, mal schauen, was dieser Hammer kann. Herstellung plus 5. Kriegt Moira, weil Moira hat am meisten Zeit. Für sowas wie Herstellungskram.
da wir mal ohne Fokus, wenn wir genug Saatgut haben, dann können wir den Kram hinmachen. Wow. Zu dritt saufen scheint besser zu sein als zu zweit. Erschöpfung 17. Ist übrigens immer schön, wenn Leute sich wünschen, dass ich irgendwas aufbauen soll. Aber die wissen alle genau, es ist halt nicht so einfach, mal eben schnell hier was hochzuziehen. So, Werkstatt wieder. Morgen müsst ihr ja eh wieder. Also du wirst angeln. Kari kann ja nichts machen. Außer vielleicht auch Holz hacken. Depression ist ja vorbei. Und Zollweig, du kannst dann frisches Obst sammeln. Wie bist du eigentlich im Herstellen von Sachen? Pi mal Daumen, nicht gut, aber auch nicht schlecht. So, du kannst dich schon mal an das Brauchwasser stellen. Ende des Tages, Brauchwasser noch herstellen, Feuer wieder auffüllen. Da werden ja 79% reichen, war ja ein heißer... War es jetzt ein heißer Tag? Ich glaube schon. Und dann beenden wir den Tag. Sehr schön. Du hast heute nichts gegessen, oder? Möchtest du etwas? Das ist sehr aufmerksam von dir, Eirik. Ich fühle Demut wegen deiner Aufmerksamkeit, aber mach dir um mich keine Sorgen. Ich fange nur einen Hungerstreik an, um gegen Björns Herrschaft zu protestieren. Boah. Ah, also gut. Warte, du machst was? Haha, keine Sorge, Eirik. Das wird schon alles gut gehen. Jeder Mensch hat ein Herz. Daran glaube ich. Ich bin sicher, dass ich mit meiner diplomatischen Handlung eine Veränderung herbeiführen kann. Wenn du glaubst, dass das eine gute Idee ist, Cisse, versprich mir nur eines. Du hörst auf, wenn es für deine Gesundheit gefährlich wird. Aha, eine weise Person findet immer einen Weg. Ich danke dir aufrichtig, dass du dich um mich sorgst, Eirik. Heißt das, ich kann ihm kein Essen mehr geben? Der Typ macht mich fertig, ey. Zum einen die ellenlangen Geschichten, die einfach nur Kacke sind manchmal. Und dann jetzt auch noch wieder nicht mehr essen. Nur bekloppt ihr im Lager. Wer ist als nächster relativ depressiv? Toll, jetzt kannst du ihm Essen geben, das hat keine Wirkung. Er ist der Müllschlucker des Lagers.
Du gehst einmal Pflanzen sammeln. Ein paar Köder herstellen, wenn wir schon dabei sind. Ihr könnt das Holz abholzen. Und sonst gibt's, glaube ich, nichts zu tun. Boah, 2% fehlen. Schön ein bisschen neuen Stoff. Der Schwarze hat Stoff hergestellt im Lager. Sehr gut. Keiner muss hungern am nächsten Tag. Ja, ich weiß, kein Trinkwasser. Wir holen gleich Neues. Knut, du gehst jetzt in den Steinbruch. Kari wird weiter Holz hacken. Mit ihrem Vater zusammen. Solvak hat ein Level up. Mal gucken, was die kann. Dämlicher Barbar. Nein. Gewandtheit angehende Heilerin. Klar, minus Kochen-EP. Erfahrener Holzfäller. Soll die mit dem in der einen Hand das Kind, in der anderen Hand die Axt, mit dem sie die Bäume kaputt schlägt. So stellt man sich das vor. Gewandtheit wird Sinn machen, weil wenn sie mal Kräuterkundler-Kram macht, erschöpft die so langsamer. Beziehungsweise die Effizienz steigt auch. So, 3 Rezepte haben wir noch, also müssen wir nur 7 verarbeiten. Fisch vergeht schneller. Oh, die hat 99% Chance, dass das Rezept durchgeht. Dann müssen wir direkt alles zu essen umwandeln, weil der Bestand langsamer verfällt, wenn es gebraten ist, als im rohen Zustand. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe. ...26-78 Feuerintensität. Den Trog reparieren. Herstellungsteil reparieren. Kannst direkt ein paar Seile herstellen. Obwohl, du machst das mal fertig. Moira kann sich dann ausruhen. Die ist mich wieder erschöpft. Und dann gucken wir mal ganz kurz das neue Gebiet an, was wir aufgedeckt haben. Ach, Feuerschwammbaum. Juhu! Einmal den Saft untersuchen. Du schaust dir den Saft genauer an. Er ist sehr klebrig, hat eine schöne hellbraune Farbe und einen süßen Geschmack. Du leckst an dem Saft und er schmeckt unglaublich. Er ist süßer als Honig. Sammel davon. Du leerst eine Wasserflasche und füllst die leckere Flüssigkeit da rein. Den Pilz untersuchen. Das kennen wir ja alles. Ein Feuerschwamm. Juhu, ich kann das Feuer einmal reaktivieren. Ach, es sind sogar 2 Feuerschwammen. Und das Holz sammelt dann Eirik. Der Baum ist nicht wirklich gesund, deshalb ist es schwierig, gute Zweige zu finden. Du nimmst die Herausforderung an und sammelst das gesunde Holz. Sammel mehr davon. Ah. Du findest ein schönes Holzstück. Du ziehst aus dem Baumstamm. Dabei wird ein seltsam aussehender Pilz gelöst. Dessen Sporen verteilen sich auf deinem ganzen Arm. Tolles juckt. Sein Leiden steigt.
Aber das wird ja noch aushalten, die Nacht. Stelle! Gewährt 3 Stelle für Schafel. Knut kriegt nicht mal vernünftig Depression beim Hacken. Ohne Begegnung. Lang ist es her. Richtige ausgewählt, wie immer, ja. Sehr schön. Ach, sie sind sogar perfekt positioniert am Anfang. Mal Fallregen. Nein, du musst nicht ausweichen. Ausweichen wäre übertrieben. So. Warum hast du zurzeit mehr Aktionspunkte? Wegen voller Energie, alles klar. Dann hau die beiden mal. Die machen mir ganz schön viel Ärger da vorne. So, minus 1 AP. Sehr schön verfehlt. Bam, bam, bam. Ah, den Meisterstecher habe ich verfehlt. Na komm, Knut, zeig, was du kannst. Beide tot. Die Welt ist zu einem besseren Ort geworden. Warum funktioniert eigentlich der Debuff, wenn er mich verfehlt mit dem Pfeil ins Knie? Du dreckige Schuft. Ich klopp dich jetzt blut. Oder kaputt. Knut lacht über deinen Schuss, den hat er mit seinem Holzbein abgewehrt. Scharfschuss, kritisch 2. Frau, leg dich wieder schlafen. Da in der hinteren Reihe. Toll, haben Drecksfraß dabei. Ein bisschen Holz, ein paar Pfeile. Pfeile sind sogar nicht unpraktisch. Thank you.
verringert die Erschöpfung um 10. Tja, für Notfälle wäre es ja ganz cool. Aber wir machen mal aus unserem ganzen Fleisch Fallen. Dann würde ich mir den einen oder anderen sparen beim Jagen. Und ich habe wieder was ich vergessen kann immer wieder. Ach scheiße, weißt du, was mir gerade einfällt? Feld habe ich auch nicht bearbeitet. Weniger Erschöpfung beim Erkunden. Was haben wir noch hier? Weniger negative Effekte. Etwas mehr Platz für neue Rekruten. Warum nicht? Eisen und Knochen. Ich wünschte, man könnte den vielleicht wirklich Rüstung anlegen. Ja, Flaschen haben wir nicht. Ihr könnt wieder tauschen. Du wirst morgen was anderes machen auf jeden Fall. Wir beenden einfach den Tag. So, Feuer ist da, Wasser ist da, alles gut. Tag beenden. Ich bin froh, dass wir diese Stelle gebaut haben. Wenn wir ein paar Schafe fangen können, könnten wir sie züchten. Es ist ein langer Prozess, aber es würde eine stetige Nahrungszufuhr bedeuten. Wir werden diese armen kleinen Kerle schlachten müssen? Zu schade. Denk an ihr Fleisch, gegrilltes Fleisch auf deinem Teller. Lecker. Außerdem liefern sie auch Milch und Wolle. Wir könnten die Wolle zu Stoff verarbeiten und die Milch zu Käse, das ist auch lecker. Vergesst aber nicht, dass die armen Viecher geschoren werden müssen, wenn sie Wolle tragen. Wenn man zu lange damit wartet, wird die Wolle schlecht. Wir müssen sie auch gut füttern. Getreide und Wasser müssen ausreichend vorhanden sein. Das bedeutet eine Menge Arbeit, aber es ist ein großer Schritt nach vorne, wenn wir uns für immer hier niederlassen wollen. Wir können uns nicht nur aufs Angeln und Jagen beschränken. Das ist nicht zuverlässig genug. Ich sehe mich selbst nicht den Rest meines Lebens beim Melken dieser dämlichen Schafe. Ich muss einen Weg finden, um weiterhin jagen zu können. Sisse, ich mache mir Sorgen. Willst du deinen Hungerstreik nicht jetzt beenden? Ich kann nicht, Blödewitt. Ehe meine Botschaft des Friedens und der Liebe das Herz unseres Feindes erreicht hat. Aber dein Körper weist schon Anzeichen der Schwäche auf. Ist es das wirklich wert? Wie man so schön sagt, der Frieden ist teuer, aber die Kosten wert. Das ist meine Art zu kämpfen. Danke, dass du dich um mich kümmerst, Blödewitt. Ich nähre mich von deiner Freundlichkeit. Vor allem hat er gar keine Schwäche anzeigen, weil er war ja gut genährt zum Ende. Jetzt habe ich den Leuten im Lager schön Fressen abgestaubt und jetzt mache ich erstmal Hungerstreik und warte drauf, dass irgendwas Tolles passiert. Tja, sind wir ein paar Gerichte zu Drecksfraß geworden. Und es wird ein heißer Tag.
Aber an der Stelle machen wir weiter beim nächsten Mal. Ich habe das Feuerkeimer vergessen in zwei Nächten. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dead in Wineland. Mein Gott. Verdammt, danke. Bis morgen dann.